Tja, hallo Katha. Hallo Rüdiger. Wir hocken jetzt hier heute zusammen, um mal zu berichten, was zurzeit zu den Montagsspaziergängen so läuft, zumindest zu unserem. Am Montag in Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin und du organisierst das Ganze. Das ist ein bisschen übertrieben. Also ich mache einen Teil der Organisation. Es gibt ja verschiedene Leute, die das anmelden. Das wird im Moment macht das Christine zum Beispiel oft. Und ich, im Moment bin ich die, die hauptsächlich da spricht. Aber auch das ist jetzt nicht so, dass ich das trage. Also ich gehöre zu denen, die das gelernt haben, jetzt anzumelden und auch über ein Megafon zu sprechen. Aber es wäre übertrieben zu sagen, dass ich das organisiere. Also das läuft ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich bin nicht ganz am Anfang dabei gewesen. Kannst du ein bisschen was zur Historie sagen, wie das so startete und wie sich das so entwickelte? Wie alles anfing. Also ich habe das nochmal überlegt. Ich glaube, vor 2 Jahren etwa, im Herbst 21, als dieser zweite Lockdown, wo wir ja schon wussten, das wird irgendwie eine elendige Geschichte, und auch die Impfkampagne, als das angerollt war, da haben sich diese Montagsspaziergänge entwickelt. Ich glaube, im Dezember haben wir am Theo angefangen. Im Dezember 21. Und zu dem Zeitpunkt war das ja komplett verboten. Also da gab es ja das Versammlungsverbot, da konnte man auch keine Demos anmelden, weil das war ja alles verboten. Oder wenn, dann mit Masken und Auflagen und so. Das heißt, wir haben uns da getroffen. Andere haben sich dann in der Wilmersdorfer getroffen oder am Schloss auch schon. Mit kleinen Lämpchen und so. Und sind genau, dabei. Wir haben uns mit Lämpchen, wir haben uns dekoriert mit Lichterketten. Wir haben diese Grablichter getragen als Zeichen, wofür wir unterwegs sind oder wogegen. Und sind ja dann auch erstmal ordentlich verfolgt worden. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Die Polizei hat ja da wahrhafte Hetzjachten veranstaltet, um diese ganzen Geschichten immer wieder aufzulösen. Ja, um die Leute zu verunsichern insbesondere auch, ne? Genau. Die haben Angst und Schrecken verbreitet, genau, um die Leute davon abzuhalten. Ja, also ich kann mich erinnern an einen Vorfall, das war in der Wilmersdorfer Straße. Da standen tatsächlich Polizisten oben in der Rossmann-Filiale drin mit fetten Kameras, mit Teleobjektiven und haben da jeden aufgenommen und so. Und ich stand dann da einfach gegenüber auf irgendeiner Bank, die da stand, und habe dann die gefilmt. Hab dann gesagt zu den Leuten, hey, winkt doch den lieben Polizisten mal zu, damit ihr sie schönere Bilder von euch bekommt. Winkt doch mal, damit ihr schön drauf seid auf dem Bild bei den Jungs da oben. So. Ja, aber es war erschreckend, weil die ja auch mit so einer vollen Kampfmontur da quasi aufgetreten sind. Und dann sagst du, wo sind wir denn hier gelandet? In welcher Dystopie? Ne? Ja, das waren Bilder, die man sich, weiß ich, 2 Jahre vorher nicht hätte vorstellen können. Glaubst du, dass das viele Leute davon abgehalten hat, bei uns mitzulaufen? Ja, also ich kenne persönlich Menschen, etliche, die im Prinzip unserer Meinung sind, aber vor diesem Szenario wirklich sich gefürchtet haben. Ich habe einmal eine Freundin mitgenommen, die hat gesagt, pass auf, ich traue mich mal, nimmst du mich mit? Und das war gerade auch so eine Veranstaltung, wo die Polizei dann richtig massiv dann mit Mannschaftswagen angefahren kam. Die sprangen da raus in voller Montur und rannten irgendwie auf die Menschen los. Und für diese Freundin war das zum Beispiel so, dass sie gesagt hat, sorry, nee, das brauche ich nicht wieder. Das ist mir einfach zu heftig. Und das muss man auch verstehen. Es ist so gemeint, dass es die Leute erschreckt. Und das tut es auch. Es wurden ja auch wirklich Leute verprügelt zum Teil, auch auf den Großdemos mehr, glaube ich. Ja, also bei uns habe ich das jetzt nicht so erlebt, aber
so aggressives Verhalten von Seiten der Polizei konnte man schon beobachten. Genau. Und dann also sie waren nicht freundlich. Sie waren absolut unfreundlich. So, wir sollen hier nicht zum Schloss weitergehen. Hier stehen ein paar Wagen im Weg, hier stehen die Polizei im Weg. Und die demonstrieren ihre Stärke gegenüber Leuten, die abends nach Hause gehen und schicken sie durch irgendwelche Seitenstraßen, ja? Und dann gab es ja auch diese Einkesselung und dann bauten die da ja ihren Schreibtisch auf und ja, nahmen alle Daten auf von denen, die sie da dann eingefangen hatten. Okay. Die sperren den Fußgängerweg ab. Ja, dann gab es ja halt auch, das war ja Ordnungswidrigkeit, dann gab es irgendwelche Strafen dafür. Friede, Freiheit, Selbstbestimmung! Also ich bin nicht in sowas reingeraten. Ich weiß nicht, war Glück oder ich kann auch relativ schnell laufen im Bedarfsfall. Ja, also ich muss auch gestehen, also wenn die mir zu nahe gekommen sind, dann bin ich auch immer weit weg. Ja, also außer in solchen Situationen wie der Fotosituation. Aber wenn man schon merkt, die laufen irgendwie und haben irgendwas vor, Straßenseite wechseln und dann mal erstmal gucken, wie sich das entwickelt, das hat sich bewährt bei mir. Also daher habe ich so eine Situation, Gott sei Dank, jetzt auch nicht wirklich erfahren. Wir hatten ja auch mal einen Spaziergang, der führte dann irgendwo durch enge Straßen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die, ne? Da, zum Einkesseln. Also ja, da muss man natürlich auch aufpassen, wo man lang geht. Wenn die irgendwo kesseln können, dann tun sie es halt, ne? Genau, genau, so war das. Und ich weiß, ich habe an einigen Kesseln dann außen gestanden. Dann haben wir ja da mit Sprechchören die Leute, die da drin saßen, irgendwie versucht zu ermutigen. Also so. Das stimmt. Das war, der Anfang war, der erste Winter war einfach ein bisschen gruselig. Ja. So. Also welches Gefühl hast du denn jetzt heute? Warum machen wir denn überhaupt noch weiter? Ist doch eigentlich alles ganz relaxed. Die Leute essen wieder ihr Eis und feiern wieder ihren Sommer. Und warum sind wir eigentlich noch dabei? Sehr, sehr gute Frage. Wir sind natürlich weiter dabei, weil sich zwar hat sich das Corona-Thema ja nicht erledigt, aber so weit befriedet, dass die meisten Leute denken, es ist vorbei. Wir denken das nicht, weil wir wissen, es ist nichts aufgearbeitet. Die Spaltung der Gesellschaft geht weiter. Die Impfopfer werden allein gelassen, die Schäden werden verheimlicht. Die gefährlichen Gesetze sind noch intakt. Genau, die gefährlichen Gesetze sind noch intakt. Die Grundrechte werden weiter ausgehebelt. Es werden weiter ja auch Menschen verfolgt, die Impfpässe gefälscht haben oder die mit gefälschten Impfpässen rumgelaufen sind. Kompetenzen an die WHO übertragen. Mhm. Und es werden diese Leute verfolgt, obwohl inzwischen ja schon längst klar ist, dass ja, das Ganze blödsinnig war, dass nichts verhindert wurde durch diese Impfung. Trotzdem wird das weiter betrieben. Ja, also dieses Thema Souveränität und selbst nachdenken und selbst seinem Herzen gehorchen und sowas, das ist plötzlich alles nicht mehr gefragt und wir müssen einfach nur noch gehorchen. Ne? Genau. Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, so der Hauptantrieb, wo wir einfach merken, da entgleitet uns die Demokratie, weil Demokratie heißt ja Herrschaft von unten eigentlich. Ne? Gut. Jedenfalls ist das Ideal und das streben wir natürlich an. Ja, und Demokratie basiert ja auf den Grundrechten. Und solange, wenn die Grundrechte ausgehebelt werden, ist aus meiner Sicht, kann man das dann nicht mehr wirklich Demokratie nennen. Nee. Und das ist das, was im Moment passiert, was jetzt gerade so ein bisschen, also es dürfen ja alle wieder öffentlich im Café sitzen. Aber jetzt sind ja die nächsten Aktionen geplant, anlässlich des Klimas und es wird noch viele... Weil es immer kälter wird. Wir haben gerade eine asymptomatische Hitzewelle. Ah, ja, ja, ja. Genau. Am 1. August. Die haben 23. wir heute Morgen verpasst, jetzt ist eher kühl. Also ist so an der Grenze genau, entweder hoffentlich Jacke anziehen hast oder du nicht. Sonnencreme aufgetragen. Ach so, ja, 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 es ist gefährliche Hitzestrahlung. Ne?
wenn das Eiweiß gerinnt im Hirn und solche Storys müssen wir uns anhören. Das ist alles kompletter Nonsens. Ne? Das passiert bei Herrn Hirschhausen. Ja. Dem gerinnt, glaube ich. Also dem gerinnt was, weil bei uns wäre das Fieber, dann würden wir im Bett liegen und irgendwie uns gesund pflegen lassen, wenn wir 42 Grad im Hirn hätten. Bei Herrn Hirschhausen ist das irgendwie so, als also braucht man nichts zu sagen. Die Verblödung geht weiter, sagen wir mal genau. So. Herr Lauterbach meint, er muss uns jetzt sagen, dass man bei großer Hitze, falls die mal auftreten sollte, besser in Schatten gehen sollte. Wusstest du das, Rüdiger? Dass du bei unglaublich, dass der solche Ratschläge geben muss. Ja, dass wir die das Bevölkerung erfahren das nicht dürfen. Mehr weiß. Naja, wenn die mich als Lehrer schon mal rausschmeißen aus der Schule, ist das schon Garant dafür, dass die Schüler noch mehr verblöden, oder? Auf jeden Fall. Die armen Schweinerl. Also, aber das kann ja jetzt alles zentral eine Stelle der Bundesregierung übernehmen, zum Beispiel der Gesundheitsminister, und den Leuten dann täglich erzählen, was sie alles tun und lassen müssen, damit es ihnen gut geht. Genau. Und ich glaube, auch da wird wahrscheinlich der Punkt kommen, ist ja geplant, vermute ich mal. Eine Klimaimpfung. Eine Klimaimpfung wäre sehr, sehr gut. Aber auch, dass die Leute dann durchaus das nicht mehr dürfen. Ja. Also jetzt darfst du noch freiwillig in den Schatten gehen, aber irgendwann kommt vielleicht die Polizei und schleift dich in den Schatten oder dann sonst wohin. Na gut, also das hier soll keine Satireveranstaltung werden. Ne? Okay. Naja, so meine ich das jetzt nicht. Also die sind ja schon gut unterhalten, wenn wir so daher reden, aber man könnte das ja jetzt noch ausweiten. Ja. Nehmen wir mal Ukraine. Ne? Mhm. Da hat man ja auch das Gefühl, man wird die ganze Zeit nur irgendwie schlecht informiert, sage ich mal vorsichtig. Ja. Finde ich auch. Schlecht informiert ist vorsichtig gesagt. Also wir haben ja immer das große Plakat dabei, Frieden schaffen ohne Waffen. Und gestern gab es eine kleine Diskussion mit einem jungen Mann, der zu uns kam und dann sagte, aber das geht doch gar nicht, man kann doch keinen Frieden schaffen ohne Waffen. Wie stellen wir uns das vor? Ja, das ist ja das, was erzählt wird. Das ist das, was alle glauben sollen. Und der glaubt es wirklich, dass man Frieden mit Waffen herstellt oder Frieden erst dann entstehen kann, wenn einer gewonnen hat. Tja. Also er war dann auch hartnäckig und ist dann auch da geblieben. Und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, sag mal, willst du ihn nicht freiwillig melden und da unten in der Ukraine unsere Freiheit verteidigen? Nö, sagt er, das ist doch nicht mein Krieg. Mhm. Ja, ich sage, und wieso willst du denn dahin Waffen liefern? Ja, die müssen sich doch verteidigen können. Ne? Aber dass man durch die Waffenlieferung Kriegsteilnehmer werden kann, wenn man da nicht ganz genau aufpasst und hinschaut. Und also für mich ist das gefühlt bereits so. Das scheint ihm nicht klar zu sein, dass die Wehrpflicht nur ausgesetzt ist und dass es sein könnte, dass sie ihn einfach nächstes Jahr schon mal zu Übungen einziehen, und weil man ja Deutschland verteidigen muss in der Ukraine, nicht wahr? Ja, ich glaube, dass das tatsächlich dann auch was mit uns zu tun haben könnte. Das ist, glaube ich, den wenigsten klar. Und es ist auch eben nicht klar, dass durch diese ständigen Waffenlieferungen einfach nur der Konflikt verlängert wird. Dass dieses ein Krieg ist, den gewinnt keiner. Gut, also wer ein bisschen genauer hinguckt, was da eigentlich passiert, der sieht natürlich auch die ganzen Gelder immer nur fließen, ne? In eine Richtung. Ne? Also Deutschland verdient ja nichts daran, aber es gibt da zum Beispiel unseren strategischen Freund, die Amerikaner. Und die lassen sich für alles bezahlen, was die da machen. Hast du auch den Eindruck? Ich glaube auch, dass den meisten Menschen, auch die uns dann eben fragen, wie Frieden schaffen ohne Waffen geht nicht, denen ist überhaupt nicht klar, dass dieser Krieg aus meiner Sicht und nach meinem Verständnis ein einziges großes Geschäft ist, um Geld und Macht geht. Und das hat mit denen, die da sterben auf den Schlachtfeldern, hat das gar nichts zu tun. Ich habe schon in verschiedenen Diskussionen immer mal wieder gesagt, das, was die da unten als Krieg uns vorspielen, ist ja gar keiner. Da werden ständig alte Waffen runtergeschafft, die dann kurz darauf alle zerstört sind oder in afrikanische Krisengebiete verschoben wurden oder was auch immer. Jedenfalls, es macht überhaupt gar keinen Sinn, einen Krieg heutzutage noch so zu führen. Es entsteht wirklich der Eindruck, eine Riesenverschrottungsaktion, weil diese Waffen, die muss man nicht mehr recyceln. Ja? Mhm. Wenn allein die Verbrechen
Verbrennung von unseren Masken, die jetzt hier überflüssig sind, schon Millionenbeträge kostet. Was kostet denn erst das Recycling von alten Waffen, wenn man das ernst nehmen würde? Ja? Also viel besser, zack, alles runter in die Ukraine und schwatzt man das auf. Wir zahlen dafür als Steuerzahler. Macht einfach gut Sinn für die Rüstungsindustrie. Ne? Ja, für die macht das auf jeden Fall Sinn, weil das ist eben das Geschäft, daran zu verdienen, dann irgendwo neue Waffen herzustellen. Und dann, das Geschäft ist ja auch, was auch die meisten Leute überhaupt nicht wissen, ist das ja auch, wenn alles kaputt gemacht ist, muss ja der Wiederaufbau auch irgendwie. Boah, es ging schon das Gerücht um, BlackRock hätte schon so eine Lizenz zum Wiederaufbau ausgehandelt, so mit den entsprechenden Kriegsteilnehmern, und dabei würde dann $1 Billion verdient werden. Also ich glaube manchmal, das wäre ganz gut, wenn wir Kriegsgewinnler so richtig fett besteuern. Vielleicht überlegen die sich das dann doch mal, ob das nicht vielleicht besser wäre, Kriege von vornherein kurz zu halten, wenn sie überhaupt erstehen, oder in diplomatischen Verhandlungen sofort abzuwürgen. Jede gestresste Situation, es darf einfach an solchen Dingen niemand verdienen, oder? Absolut. Aber das ist ja das, weshalb Kriege überhaupt geführt werden. Also es geht um Macht und um Geld. So, seit Jahrzehnten oder seit Jahrtausenden. Also ich glaube, wir haben ganz gut schon rausgearbeitet, warum wir immer noch auf der Straße sind. Liebe Mitmenschen, ja, die Montagsspaziergänger sind unterwegs, wie immer bei jedem Wetter. Nicht, weil wir alle so gut Eis schlecken können in diesem Sommer, natürlich zum doppelten Preis, weil die Inflation ja angezogen hat oder so, aber immerhin, das geht ja schon mal. Und die Jugendlichen, die lassen es sich auch nicht nehmen, mal wieder gut zu feiern, und sind von daher natürlich auch abgelenkt, freuen sich, wenn es besseres Wetter ist als heute. Ne? Und die anderen fahren immer noch nach Malle und Griechenland und Türkei und Ägypten. Ich denke, das ist auch schön. Hätte ich jetzt auch mal wieder Lust zu. Warum? Weil es da wärmer ist als in Deutschland. Genau. Also wenn hier jemand in Deutschland abstimmen dürfte, ob es hier wärmer oder kälter wird, ich weiß genau, was dabei rauskommt. Ne? Wärmer. Warum? Weil wir im Winter, also tatsächlich, Heizkosten sparen, weil wir im Sommer die langen Flüge nicht mehr bezahlen müssen. Wärmere Länder als Deutschland. Wobei die Leute, die jetzt irgendwie glauben, dass es bei uns schon überhitzt ist, obwohl die Wahrnehmung spricht dagegen, aber die würden vielleicht auch anders abstimmen, weil die, also irgendwie der Brainwash funktioniert. Ist heftig, ja. Ja, ich habe das Gefühl. Aber nur so beim Drittel der Bevölkerung, oder? So Maximum. Die meisten interessiert das doch gar nicht. Ja, ich glaube, ein Teil interessiert es nicht. Bei einem Teil funktioniert es. Und ein Teil hält da den Kopf irgendwie über Wasser und versucht, den klar zu behalten. Und ich wollte das nochmal ergänzen. Das habe ich ja gestern auch gesagt, dass wir auch deshalb unterwegs sind, um ja die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht stimmt. Alle die vielleicht dieses Drittel, was sagt, ach ja, ich komm, lass mich in Ruhe, jetzt ist doch alles in Ordnung. Damit die wieder merken, okay, es ist vielleicht ganz gut, mal selber zu denken, sich zu informieren und auch zu wissen, dass man Nein sagen kann. Das ist in Vergessenheit geraten. Genau. Gerade in den letzten drei Jahren hat sich kaum noch jemand getraut, Nein zu sagen. Das war ja auch das Ziel dieser Polizeiaktionen, die wir am Anfang besprochen haben, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit klar ist, man darf nicht Nein sagen. Und das ist so wichtig. Und deshalb sind wir auch, aus meiner Sicht zumindest, deswegen bin ich auf der Straße, um möglichst viele Menschen zu ermutigen, wieder selber zu denken und Nein zu sagen zu dem, was im Moment alles an Schwachsinn passiert, an Zerstörung von Demokratie und Freiheit und Selbstbestimmung. Wir bleiben unterwegs und wir ermutigen euch, Nein zu sagen. Ja, also ich glaube auch, wir müssen das viel mehr alles betrachten unter dem Gesichtspunkt des Geschäfts, ja, was einige Leute dort machen. Und wenn wir das sehen, dann können wir auch wieder zurückkommen zu ganz normaler Politik, ne? Was ich verstehe, also Infrastruktur, Bildung und Soziales, das sind so die drei Stützpfeiler. Über die wird im Wesentlichen gar nicht gesprochen, ne? Also die Alten, die hier in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen oder so, die sind in der Presse überhaupt gar kein Thema, oder? Hast du ein anderes Gefühl?
das ist alles überhaupt kein Thema, sondern das Hauptthema ist das, die Menschen so in Panik zu versetzen mit irgendwelchen Schreckensmeldungen. Corona jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist das Klima dran, weil Corona ist ja irgendwie ausgelaufen. Damit genau diese Themen einfach nicht beachtet werden. Weil, meine, gut, du bist Lehrer, das, du weißt, wie es in Schulen aussieht. Wir wissen, wie es auf den Straßen aussieht. Wir wissen, wo überall die, eben, die Menschen in Containern nach Flaschen suchen. Und ich meine, wenn man jetzt sich so Zahlen anguckt, wir haben fast 3 Millionen Sozialhilfe- oder Hartz-IV- oder Bürgergeldempfänger mit deutscher Staatsangehörigkeit und 2,6 oder 2,7 Millionen Ausländer, die auch unser Bürgergeld, unsere Sozialhilfe kriegen. Das heißt, da ist auch ein totales Ungleichgewicht. Also die Gelder gehen im Moment woanders hin, womit ich nicht meine, dass es davon nicht auch welche sind, die, wo das berechtigt ist, weil sie zum Beispiel vorübergehend hierher geflüchtet sind aus Kriegsgebieten. Das ist, würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber das Gleichgewicht hat sich völlig verschoben. Zudem wird das Geld, was wir erwirtschaften, wofür wir wahnsinnig viel Steuern zahlen, wird das wirklich für uns, also für dieses Land eben, für die Infrastruktur, für die Menschen, die erstmal hier zu Hause sind, verwendet oder fließt es woanders hin? Ja, und dann kommt ja noch hinzu, es wird permanent mehr ausgegeben, als überhaupt erwirtschaftet wird. Das heißt natürlich, irgendwann sind die Bürger dran, die Bürgerinnen und Bürger, die Bürgenden oder weiß der Teufel, wie das die heute Bürgenden, heißt. Ja. Die ja. Bürgenden, ja, das ist super. Na, das sind sie nämlich so. Und also die werden dann fett zur Kasse gebeten und das heißt, tja. Naja, das ist ja jetzt schon so. Also wir haben ja wirklich eine Steuerlast, so wie man ein bisschen Geld verdient, ist dermaßen viel weg, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe weniger, als wenn ich gar nicht gearbeitet hätte. Der Himmel fängt an zu weinen bei dieser Vorstellung. Aber ja. Mich kratzt das jetzt nicht. Wir können ruhig noch ein paar Minuten machen. Ja, mich kratzt es auch nicht. Okay, machen wir noch. Das ist ja jetzt nicht neu in dieser asymptomatischen Hitzewelle, dass wir nass werden. Also in diesem Klimawandel, wo es immer kälter wird. Wird jetzt aber richtig krass. Jetzt wird es doller. Ne? Sollen wir vielleicht irgendwie... Was haben wir denn noch Wichtiges zu ergänzen? Ja, wie geht's weiter? Also wir machen einfach weiter und hoffen, dass mehr Leute zu uns kommen oder kriegen wir das hin? Also wir machen weiter. Du hattest ja auch... Ich nehme bloß mal meine Jacke raus. Du hattest ja auch gefragt, woher nehmen wir die Kraft weiterzumachen? Ja. Weil natürlich machen wir weiter, weil bisher sieht es überhaupt nicht danach aus, als ob die Regierung bereit wäre, irgendetwas zu ändern. Im Gegenteil, es scheint ja so, dass die ihre Bemühungen, alles zu zerstören, was wir hatten, verstärken geradezu noch so. Ja. Es bäumt sich noch mal so auf. Und wir, also ich zumindest, ich höre nicht auf, bevor sich nicht was verändert. Das ist ganz klar. Und das war von Anfang an ja auch klar. Wir haben auch eine Friedensaktivistin in Israel, die hat das schon gleich 2020 gesagt. Es ist ein Marathon. Ja. Kein Sprint. Wir sehen es ja jetzt auch in Israel, wie es da gerade vorangeht mit dem Abbau demokratischer Rechte. Ne? Genau. Da wird zwar erzählt, da sind es die Rechten, ja, hier machen es die Linken. Also es ist scheißegal, wer gerade an der Macht ist, die spielen alle zusammen und ziehen uns den Boden unter den Füßen weg. Ja, genau. Und es ist eben wirklich ein Marathon, weil diese Kräfte, die da wirken, sind anscheinend ja doch recht etabliert. Und von daher ist es wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben und uns gegenseitig unterstützen auch. Ich wundere mich auch manchmal, dass die Menschen überhaupt gar kein Gefühl dafür haben, wie stark die Lobbys eigentlich sind hinter der Politik, die das ganze Spiel so vorantreiben, um möglichst viel Geschäft daraus zu schlagen. Ja? Wenn man allein diese Politik-Drehtür nimmt, so nennt man das ja immer, wenn die Leute mal ins Geschäftsleben wechseln nach ihrer politischen Tätigkeit oder aus der Geschäftstätigkeit heraus in die Politik kommen, das ist ja schon dermaßen auffällig. Und dann kommen ja noch solche Veranstaltungen dazu, wie eben diese World Economic Forum Treffen, wo die dann auch wieder auftauchen, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben als unsere Politiker, oder?
da werden die ja anscheinend informiert, was sie tun sollen. Gecoacht. Also, gecoacht, genau. Also als Young Global Leaders und was sie da nicht alles werden können, kriegen sie noch ihre Extraorden. Ne? Genau, sie kriegen ihr Coaching und haben aber von dem, was sie eigentlich tun sollten, als gewählte Vertreter des Volkes, heißt es ja. Davon haben die ja alle keine Ahnung. Genau. Die haben ja wirklich kein Wissen, keine Kompetenz. Jetzt fragen die uns natürlich zuschauen, so, wo denn unsere Kompetenz liegt. Und da habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Deswegen haben wir ja gestern auch nochmal gesprochen, was unsere Hauptanliegen sind. Und es ist natürlich wirklich schwierig, die Situation, in der wir sind. Und also ich glaube, aus unserer Sicht ist die Wahrheit erstmal das Wichtigste, damit wir Fakten auf den Tisch kriegen, aufgrund derer man entscheiden kann. Vor allem Unsinn weglassen, der hier zuteil gemacht wird. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich unser Hauptanliegen heute erstmal Nein zu sagen zu all dem Quatsch, der hier so betrieben wird. Ne? Dem Genderismus und der Frühsexualisierung von Kindern, den Waffenlieferungen in die Ukraine, den Wärmepumpen, all diesen Unsinn, den man sich da gerade so ad hoc mal einfallen lässt, so erscheint es ja manchmal. Ja, was ist das? Die Verarschung hört einfach nicht auf. Sind das alles die Verzweiflungstaten, die da vor sich hertreiben? Oder wie also siehst du für das? Mich sieht es inzwischen aus wie geplante Zerstörung. Ich kann das nicht mehr anders erklären, weil die Wahrheit wird ja systematisch unterdrückt. Es wird ja entweder absichtlich nicht geforscht, keine Zahlen, keine Daten, keine Fakten erhoben. Und das zog sich durch Corona durch. Das ist jetzt beim Klima genauso. Genau. Stattdessen sollen wir ja oder die Leute sollen das glauben, was ihnen erzählt wird und nicht die Wahrheit wissen. Ja, und sich die Meinung eben aufgrund von der Unwahrheit bilden. Und das hat schon Hannah Arendt damals gesagt, es gibt Fakten und es gibt Meinungen. Ja. Und wenn man die Fakten nicht kennt, dann kann man sich keine Meinung bilden. Tja. Ja, es gibt keine ja auch fundierte. Leute, die uns dann auf den Spaziergängen begegnen, die uns einfach zurufen, Lügner! Da muss ich immer fast lachen, ne? Weil wenn die wüssten, was wir alles wissen, dann, ja, Fakten, wirklich, Fakten. Ja, also dann würden sie sowas nicht sagen, sondern sich vielleicht mal an der Diskussion beteiligen und nicht einfach in naivem Glauben die Herrschaft denen überlassen, die sie die ganze Zeit hier verarschen. Ja, und ich glaube, das mit den Fakten, das geht ja dabei auch ganz viel um Zahlen. Also bei Corona zum Beispiel. Mit und an, sage ich nur. Ne? Genau, ging es ganz viel um Zahlen, geht es jetzt immer noch, weil wenn es um diese ganzen Long-Covid Geschichten, die jetzt erzählt werden, Long-Covid in Anführungsstrichen, was aus meiner Sicht hauptsächlich Impfschäden sind. Ja, aber die werden nicht bezahlt als Nee, ja, aber da werden keine Zahlen erhoben, weil man könnte eine ganz einfache Statistik machen, wenn man alle, die jetzt dieses quasi Long-Covid haben, wenn man mal fragt, wann geimpft, wie oft geimpft und wann erkrankt, dann würde jeder sehen, hier stimmt was nicht. Das wird aber nicht erhoben. Nee. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo einfach die Zahlen werden gar nicht erhoben. Ich bin auch immer wieder erstaunt über Leute, die völlig arrogant und mit erhobener Nase uns verächtlich also wegputzen, so nach dem Motto, ihr Corona-Leugner und so. Das gibt tatsächlich Leute, die reden noch so. Sind die nicht ganz dicht? Was haben denn die für ein Problem, mal ein Thema vernünftig zu bearbeiten? Also, dass das alles nur Schimpftiraden waren, mit denen wir überzogen wurden, das muss doch heute eigentlich jeder intelligente Mensch sehen. Das kann man doch nicht leugnen. Ne? Die haben ein Thema und das heißt Angst. Tja. Und ich erkläre mir das auch so, dass Menschen jetzt ja darauf beharren, dass quasi das, wie sie sich entschieden haben, richtig war, nämlich dass diese Pandemie wahnsinnig gefährlich war, dass das Impfen uns gerettet hat, etc. Ich glaube, sich einzugestehen, dass man da völlig auf dem Irrweg war, das ist unglaublich schwierig, gerade für Menschen, die entweder Selbstschäden erlitten haben oder die Angehörige genötigt haben, sich impfen zu lassen, die ihre Nachbarn ausgegrenzt haben oder die in der Familie diese Spaltung inszeniert haben, so du nicht mehr. Das haben, glaube ich, die meisten von uns haben das auch in den Familien erlebt.
Und dann zu sagen, okay, das war ein Irrtum. Dieser Schritt ist für Menschen, für normale Menschen, unglaublich schwierig. Und ich glaube, die, die uns so beschimpfen, sind die, die am meisten Angst davor haben, dass diese Wahrheit zu erfahren. Und dann bedient man sich der Schimpfwörter, die man benutzen darf, ne? Die regierungsmäßig vorgeschrieben sind. Das heißt, das Erste, was wir jetzt wirklich mal erreichen müssen, ist, dass wir in der Gesamtheit wieder miteinander reden, ne? Dass diese Ausgrenzung jetzt wirklich mal aufhört. Und da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen zu überlegen, wie wir besser tatsächlich das Umfeld mit einbinden auf den Montagsspaziergängen. Ne? Haben wir im Moment auch die eine oder andere Idee, aber zum Teil vielleicht noch nicht richtig umgesetzt. Ein bisschen mehr mit Flyern arbeiten vielleicht. Oder sowas. Es gibt ja unterschiedliche Initiativen auch. Immer wieder wird darüber nachgedacht, wie machen wir es. Ich wackel schon wieder am Tisch. Ja. Wie machen wir es, wie erreichen wir mehr Leute, verteilen wir Flyer und wenn ja, was soll da draufstehen? Und das ist ja gut, weil dadurch bleibt es lebendig und dadurch erreichen wir ja auch immer wieder mehr Leute. Und ich glaube, einfach durch die Präsenz auf der Straße erreichen wir Leute. Ich sehe immer wieder verwunderte Gesichter, die denken, die sind immer noch da. Ja, also dann denken wir natürlich auch, haben die immer noch nichts kapiert? Aber irgendwo so dazwischen, da wäre es doch mal ganz gut, mal zueinander zu kommen. Aber das gehört ja auch zu der Wahrheit, die nicht auf den medialen Tisch zumindest kommt. Es gibt... Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Mikrofon jetzt so... Ja, so hängt es wieder richtig. Es gibt ja die Montagsspaziergänge in ganz vielen Städten. Es gibt die in ganz Deutschland. Das heißt, es sind unglaublich viele Menschen, ich glaube mehr in den ostdeutschen Ländern als in den Wessis, aber es gibt überall sehr viele Menschen, die unterwegs sind am Montagabend. Genau. Gestern hatten wir ja einen Gast aus Köln, der auch mitgesprochen hat. War super. Das heißt, es gibt deutschlandweit sehr, sehr viele und die Menschen aber sollen das nicht erfahren. So, es wird nicht darüber berichtet. Nein, genau. Es wird nirgends darüber berichtet. Das ist das Spannende. Tja, es weiß also, es keiner, der uns nicht sieht. Können wir hier in diesem Video nochmal die Bitte an unsere Medien äußern, doch mal drüber zu berichten, oder? Wäre doch das mal ein erster Schritt. Das wäre eine gute Idee. Und die Leute einzuladen, mal zu gucken und sich zu informieren, genau, warum wir da eigentlich immer wieder auf der Straße sind. Wir stehen natürlich auch jederzeit für Interviews zur Verfügung auf der Straße. Also Jimmy Gerum hat zum Beispiel angeregt, dass wir doch grundsätzlich auch zu Leuchtturm AD mit einladen, wenn wir auf die Montagsdemo gehen. Das heißt, wir sind auf der Montagsdemo auf jeden Fall auch so ohne solche Einladungen ansprechbar und interessierte Diskussionspartner. Dafür sind wir da eigentlich, mit Menschen zu sprechen, die wissen wollen, was es zu wissen gibt, was sie nicht wissen. So. Und von daher, ich hatte hier noch so ein paar Fragen, wie viele Teilnehmer sind wir denn jetzt und geht's rauf oder geht's runter oder so. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt in diesem Gespräch, es geht uns nicht um die Teilnehmerzahl, sondern dass überhaupt Leute da sind, die Flagge zeigen, die dabei sind und die Themen vertreten einfach, die die Bevölkerung interessiert, nämlich mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, diese aktuellen Medienmanipulation, muss man ja schon sagen. Ne? Das kann man so sagen, ja. Ich meine, die Wahrheit nicht zu sagen, ist Manipulation. So. Also ich treffe auch immer wieder auf Gesprächspartner, die sagen, wieso, wird doch alles geschrieben und guck mal hier auf Seite 10 im Tagesspiegel, da ist so ein kleiner Absatz, da, kleine da steht doch das drin, was du gesagt hast. Ne? Ja, aber das ist natürlich nicht im richtigen Verhältnis zu dem Titelblatt, ne? Ja, das ist auch das, was den Leuten dann wirklich entgeht. So genau guckt keiner hin und so ist es ja auch gemeint. Ja, ja. Und in den großen, weiß ich, also Tagesschau jetzt als etwas, was immer noch viele Leute sich Abend für Abend reinziehen, da gibt es keine kleingedruckten Sachen auf der letzten Seite. Nee. Da gibt es wirklich nur... Unwahrheiten. Das ist ja auch so ein Ding, was mich immer wieder verwundert. Da sitzen doch die Leute, die ständig da behaupten, die Gegenseite würde Fehlinformationen, Hass und Hetze verbreiten. Ja. Und die Art und Weise, wie sie das selbst die ganzen letzten 3 Jahre gemacht haben, das wollen sie nicht hören.
Nee, das ist ja die perfide Verdrehung. Das ist ja auch das, wie im Moment die Köpfe vernebelt werden. Weil es wird ja alles so verdreht. Also wir sind ja für die Demokratie auf der Straße. Ja, klar. Aber wir sind regierungskritisch. Und die Regierung sagt ja, wer sie kritisiert, ist ein Demokratiefeind. Ja, ja. Und das ist ja eine von diesen Verdrehungen, die Leute einfach völlig ballaballa macht. Völlig krank, und genau. Keiner so, weiß dann mehr so genau. Genau. Also was mir auch im Zuge meines Verfahrens, Kündigungsschutzklage gegen Berliner Senat, auch aufgefallen ist, ist, wie schwach die Justiz im Moment in Deutschland eigentlich ist. Also ich würde mir eine Justiz vorstellen, die wirklich unabhängig von der Regierung operiert, die wirklich eine Säule in einer Gewaltenteilung ist, die für sich separat arbeiten kann und das auch tut und dass da nicht von der Politik irgendwelche Leute in führende Positionen gesetzt werden, wie der Habert vom Bundesverfassungsgericht. Also, dass der in diese Position gekommen ist, das war eine Tat unserer Politik. Ne? Mhm. Best Friend of Merkel und so und zack, war er da. Also das kann nicht sein. Da brauchen wir besser funktionierende Mechanismen, die das verhindern, dass die Politik diese Posten besetzt. Ja, das stimmt was nicht. Also Staatsanwälte werden ja auch von der Politik bestimmt. Und das ist auch schon völlig absurd, ja, weil damit sind auch, die nicht, ja. Die sind ja gar nicht frei. Die müssen das tun, was genau. ihnen gesagt wird. Die müssen eigentlich das tun, was in unseren Gesetzen steht und in unserer Verfassung vor allen Dingen auch. Ne? Das aber müssten sie eigentlich. Ich habe in letzter Zeit auch so Sprüche gehört von Leuten, die sagten, tja, die Verfassung ist nicht anklagbar. Ne? Also jeder Spruch, der im Grundgesetz drin steht, so die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nicht anklagbar? Naja, doch eigentlich schon, finde ich. Weil gleich danach steht doch, es ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt, das durchzusetzen. Ja, natürlich. Das ich glaube, wir haben nicht so das Gefühl gehabt, dass Menschenwürde wirklich in Deutschland in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat. Allein den Umgang mit Kindern, mit Alten, ja, mit Angestellten, einfach sich mal angeguckt hat während dieser Corona-Geschichte hier. Also da hat man darüber nicht nachgedacht, was Menschenwürde ist. Ja, zumindest hat man sie mit Füßen getreten und damit eben auch die Verfassung und die Grundrechte mit Füßen getreten, ja, und außer Kraft gesetzt. Ja. Es spielte keine Rolle mehr, aber eigentlich sollte das einklagen. Das heißt, man sollte es gar nicht einklagen müssen. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Grundrechte jedes einzelnen Menschen geachtet werden. Und das ist seit 3 Jahren nicht mehr selbstverständlich. Und ein Bundeskanzler, der sagt, es gibt keine rote Linie mehr, der bewegt sich nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Freiheit! 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 Weil genau die Grundrechte sind die rote Linie, die sagt, hier geht es nicht weiter. Ja. Hier hat jeder Einzelne seine Rechte. Es scheint ja auch immer wieder so durch, da kommt ein neues System, boah, da machen die was Neues. Etwas Neues muss nicht immer toll sein. Ne? Also mit dem gleichen Anspruch sind auch schon andere neue Systeme gescheitert nach wenigen oder nach mehr Jahren oder haben große Kriege veranstaltet oder ja, das war jedes Mal so eine Jubelveranstaltung, oh, da kommt was Neues und das ist ganz super. Nee, also bevor das wieder so losgeht, muss ich auch einfach mal sagen, sauber abwägen, lange nachdenken, sich die Zeit nehmen, niemand jagt uns. Ja? Das sind nur diese Klimatrottel, die eben sagen, habe ich jetzt zu die viel gesagt? Agenda. Nee. Nee, weil diese Agenda ist tatsächlich dazu da, um uns zu treiben, ganz schnell Dinge zu machen, die unüberlegt sind und die schlecht für uns sind. Das ist jetzt meine Auslegung. Genau. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr aufpassen, weil die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich viel, viel Gedanken gemacht, ob das denn jetzt wirklich so gut ist oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, das haben die Amerikaner gegeben und. Trotzdem ist es unabhängig von all diesen Einwänden immer noch eine der besten Verfassungen der Welt, wenn man das mal inhaltlich betrachtet, was dort vorgedacht wurde und was auch diese alten Weisen, nenne ich sie mal, auch dazu gesagt haben, an Interpretationen und so. Daran muss man sich anlehnen, mhm, und nicht an diesem dummen Gequatsche von
Ja, ich brauche diese Leute nicht nennen. Sie kennen die schon. Ja. Okay, ich weiß auch jetzt gar nicht, was du mit einem neuen System meinst. Die große Transformation für die Engine, The Great Reset, also das ist ja Die Agenda. Oder die Agenda 2030. Das ist eine Agenda, die zu einem neuen System führt, zweifelsohne. Also, besitze nichts und sei glücklich. Okay. Gut, das hat natürlich alles mit Grundrechten, Verfassung nichts mehr zu tun. Das hat auch mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Machen wir uns nichts vor. Das ist einfach die Herrschaft von wenigen über viele. Und alles, was ich denke, bei diesem, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein, dann ist für mich die Frage, wer besitzt das denn dann alles? Ne? Das ist ja das. Es wird schon jemand was besitzen. Nur jemand anders. Unser Geld ist auch nicht weg. Das ist dann auch nur woanders. Na gut, und darum also geht es. Es geht im Wesentlichen um die Sachwerte, ne? Also weil das Geld ist immer bloß ein Mittel zum Zweck, nämlich diese Sachwerte an andere zu übertragen. Und es ist ja schon die Hälfte der Welt im Besitz von BlackRock, Vanguard, State Street und Co. Wenn die andere Hälfte dann nochmal im Zuge eines großen Crashs dazukommt, dann jubeln die und dann sagen die, jetzt gehört uns alles. Und wem gehören diese ganzen Anteile, die von diesen Vermögensverwaltern verwaltet werden? Da kann jeder selbst forschen, ja. Aber bis dahin ist das völlig offensichtlich und völlig transparent. Man sieht es an den Besitzanteilen der Aktiengesellschaften, wem die gehören. Und viele Leute haben iShares, ETFs und so weiter. Die sind natürlich Miteigentümer, ein bisschen. Da sollte man sich aber keine Illusionen hingeben. Diese Schuldverschreibungen, die sind in dem Moment nichts mehr wert, wo diese Firmen plötzlich vielleicht nichts mehr wert sind oder pleite sind. Da macht es einfach nur Pam. Und da muss man sich mal gucken, ob das tatsächlich Sondervermögen ist oder nicht. Darauf muss man echt achten. Ja? Also mir ist diese Scheiße zum Beispiel auch schon passiert mit Gazprom-Aktien, ne? Die ich hatte. Ich dachte, wenn ich genügend Gazprom-Aktien habe und da meine Dividende kriege, dann kann ich über die Dividende meine Gasrechnung bezahlen, jetzt im Alter so. Das rechnet sich dann plus minus null und dann ist gut. Was passiert? Hier wird ein fetter Krieg begonnen, von wem auch immer, ja. So, und plötzlich sind die Gazprom-Aktien nicht mehr handelbar. Und da steht eine fette Null bei mir im Depot, kriege keine Dividenden und ich muss jetzt zusehen, ob ich da überhaupt noch mal wieder was rauskriege. Ja, und deswegen diese ganzen Spielchen da an der Börse wirklich mit Vorsicht genießen. Alles, was man nicht selbst in der Hand hält, ja, oder was einem nicht selbst gehört, und das kann ganz schnell weg sein. Und auch bei diesen Dingern, die wir Immobilien nennen, ne? Die sind immobil, können wir nicht wegtragen. Ne? Also wenn jetzt hier nach dieser großen Umfrage, was besitzt ihr dann, dann einfach die Rechnung kommt und sagt, ja, wir müssen euch leider nochmal einen Sonderkredit drauf hauen, weil wir ja die Klimarechnung zu bezahlen haben und die Corona-Rechnung und die Ukraine-Rechnung und demnächst droht noch ein Angriff von Außerirdischen, den müssen wir auch noch bezahlen. Da müssen wir jetzt eben mal den Rest einkassieren, der euch noch gehört. So Gruselgeschichte jetzt, ne? Genau, das ist jetzt, das geht die in die Richtung. Die optimale Gruselgeschichte. Ich bin guten Mutes, dass das alles so nicht passieren wird oder nicht weitergehen wird zumindest, dass wir das umgedreht kriegen. So. Also ich wollte jetzt auch keine Angst machen, weil das ist ja alles nicht schlimm, solange wir bei guter Gesundheit bleiben hier, ne? Aber selbst das ist ja nicht sicher, wenn das mit den Nahrungsmitteln so weitergeht wie aktuell, ne? Dass man sich teilweise noch nicht mal mehr auswählen kann, was man da dann demnächst essen soll. Oder? Du meinst, dass man Insekten essen soll, oder? Vielleicht. Was die da? Ja noch vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, war das ja verboten, weil das so zu so heftigen allergischen Reaktionen führt, was diese Proteine, die in den Außenhüllen dieser Nahrung drin sind. Ich habe ja nichts dagegen, wenn das als ergänzendes Angebot offeriert wird für Leute, die sich dafür interessieren. Ja, sollen die das doch essen, aber bitte. Genau, alles das. Ich möchte auch Nein sagen dürfen, sind wir wieder beim Nein. Wir sind wieder beim Nein sagen und bei der Freiheit und bei den Grundrechten. Wir möchten selber entscheiden, was auf unseren Tellern ist. Und wir möchten das wissen und nicht dann Burger hingelegt kriegen, der irgendetwas enthält, was wir gar nicht wissen, zum Beispiel irgendwelche Insekten oder was auch immer, was dann da reingemischt wird. So, darum geht es. Freiheit, Grundrechte,
Ich habe gerade mal geguckt, ob hier noch irgendwelche Fragen offen sind, die wir jetzt noch nicht geklärt haben. Eigentlich haben wir alles, wa? Das waren deine Fragen. Insofern, wenn die beantwortet sind und na, wenn die vielleicht diskutiert hast du noch ein paar. Sind. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich da noch anmerken würde. Also man kann über diese ganzen Themen natürlich endlos reden. Genau, wir könnten noch 3 Stunden weitermachen. Genau, aber es ging ja jetzt darum, eben, was macht der Montagsspaziergang, warum sind wir auf der Straße, genau. Warum sind wir immer noch auf der Straße, warum sind wir weiter auf der Straße? Und ich glaube, das haben wir hinreichend diskutiert. Also im Zweifelsfall sind wir einfach da, um miteinander zu reden und uns Lösungen zu überlegen, wie wir rauskommen aus diesem Mist. Genau, und zu informieren. Ja. Zu informieren, Lösungen zu finden, wäre natürlich ganz großartig. Gut, aber das ist nicht das vorrangige Ziel, sondern erstmal weg mit all diesen Aktionen, die außer Schulden nichts bringen. Genau, das kann man zusammengefasst so sagen. Außer Schulden, Schaden. Und Abschaffung der Demokratie. Ne? Genau. Zerstörung. Das ist auch leider eine ganz böse Folge von all diesem Paternalismus, der uns hier übergestülpt wird. Also Politik hat ganz genaue, klare Vorstellungen davon, was sie plötzlich alles machen wollen. Aber das entspricht leider nicht unserem Auftrag. Die Politik, es sind ja auch tatsächlich, es ist ja nur ein Teil. Eigentlich ist es ja eine relativ kleine Gruppierung, die uns ihre Ideologie aufdrücken will. Also die Grün-Rote, und keiner traut sich da auch zu widersprechen, weil man in dem Moment ja gebrandmarkt wirkt und ausgegrenzt. Das ist ja immer noch der Tenor. Das heißt, es sind gar nicht so viele, die wirklich diesen ganzen Woken ich das so sagen darf, diese ganze Zerstörung wirklich unterstützen. Also ich fasse mal in 2 Worten zusammen, was wir sind. Anti-Vogue. Anti-Vogue. Ja, das kann man auch auf jeden Fall okay, so sagen. Also wer das auch sein möchte, kommt montags zu den Montagsdemos und trifft dann dort viele nette Leute wie uns, mit denen man einfach mal so richtig gut ablästern kann. Ja? Das und mit dem, man kann sich auch informieren über all die Dinge, die man vielleicht noch nicht weiß. Mhm. Also bei uns kann man sich auch das Megafon mal greifen und eine Rede halten und so. Wir hören dann auch zu. Ja, genau. Und wir freuen uns auch über Diskussionen auch mit dem Megafon und über andere Redebeiträge als die, die traditionell dann immer vorne stehen und irgendwas erzählen. Also jeder ist herzlich eingeladen, mit seiner Meinung dort aufzuschlagen und mitzulaufen und sich zu informieren. Ich danke dir, Gerda. Danke, Rüdiger. Hat jetzt Spaß gemacht. Ja, ich denke auch. Ich hoffe, den Zuschauern auch. Tschüss. Wir sind unterwegs und wir bleiben auf der Straße. Am Samstag, den 5. August, am Brandenburger Tor um 13 Uhr.